Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist der Hintergrund mal ein bisschen anders. Das liegt erstens daran, dass genau da ein Fenster ist und dadurch das Licht besser wird. Und außerdem ist mir gerade eben beim Aufräumen meine Kleiderstange aus meinem Schrank gebrochen. Und da das jetzt wirklich richtig dumm aussieht, habe ich gedacht, dann erspare ich euch das und versuche es heute mal so rum. Es ist ein bisschen schwerer, weil meine Kamera kein ausklappbares Display hat und ich jetzt einen Spiegel irgendwie da hinten dran stellen musste, damit ich sehe, was ich überhaupt mache. Also ich hoffe, es klappt und ihr könnt mir ja einfach sagen, ob ihr es so besser findet oder anders, wie ihr wollt. Ich habe heute ein Favoritenvideo für euch. Eigentlich ein Juli-Favoritenvideo, aber eigentlich ist es ein Mai-Juni-Juli-Favoritenvideo, weil, ja, ihr wisst ja, ich habe die letzten 2 Monate kein Favoritenvideo gemacht, weil ich einfach nicht genug Sachen hatte, die ich toll finde irgendwie und ne, das hätte sich ja dann nicht gelohnt. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt dabei habe, was ich schon mal dabei hatte. Mein Miracle Skin Perfector von Garnier in Matt. Ich habe den jetzt schon bestimmt bis hier benutzt. Und ich muss sagen, wo ich das Video dazu gemacht habe, das kann ich euch gerne verlinken, wenn ihr wollt, war das ein bisschen zu dunkel. Und dann war ich im Urlaub und dort war es dann ein bisschen zu hell. Aber jetzt, ein paar Wochen nachdem ich wieder zurück bin, finde ich es, also ist die Farbe genau richtig und ich bin immer noch begeistert und benutze ihn jeden Tag. Ja, dann bleibe ich mal beim Gesicht. Also die ganzen, ja nicht alle Sachen, aber fast alle Sachen habe ich euch schon in meinem letzten Haul gezeigt. Und jetzt kann ich euch eben meine Meinung dazu sagen. Und zwar ist das von P2 der What's Up Beach Babe Bronzer. Der Sunkissed Bronzer in der Farbe Hazelnut. Der sieht so aus. Ich habe jetzt auch gesehen, dass schon mehrere auf YouTube ein Video zu dem Bronzer gemacht haben und dass ich nicht die einzige bin, die den so genial findet. Also die Farbe ist genau richtig. Es ist überhaupt kein Orange-Stich drin. Er ist komplett matt. Ja, also er gibt aber trotzdem ein schönes Finish. Also ja, wenn ich euch das jetzt hier swatche, werdet ihr das wahrscheinlich nicht erkennen. Ne? Ja. Ist halt ein Bronzer, ne? Also ich finde den aber eigentlich echt gut für den Preis. Er ist von P2, er ist, ich weiß nicht, ich glaube um die 3 Euro oder so, keine Ahnung. Also im Gegensatz zu meinem Hoola, der 32 Euro gekostet hat, also das ist auf jeden Fall eine Alternative. Also ich finde den echt toll. Dann habe ich einen Blush, der ist auch in ganz vielen Favoritenvideos schon gewesen. Außer bei mir, weil ich ihn mir erst vor ein paar Wochen gekauft habe. Das ist von Catrice, der Apricot Smoothie. Es ist einfach, der ist einfach perfekt. Ich habe ihn heute drauf. Ich weiß nicht, ob man es noch richtig erkennt, weil es ist schon ein paar Stunden her, wo ich den aufgetragen habe. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil ich das nicht erkennen kann, weil der Spiegel so weit weg steht, aber da ist es. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen, weil das Licht hier jetzt auch bestimmt besser ist. Der ist einfach so schön für den Sommer. Der macht so eine tolle Gesichtsfarbe. Also ich finde den echt toll. Ich weiß nicht, warum ich mir den nicht schon lange vorher gekauft habe. Naja, ich glaube, das war sogar der letzte bei uns. Catrice stellt ja auch das Sortiment um, aber ich weiß nicht, ob der noch da bleibt oder nicht. Aber ich glaube, das war der letzte bei uns. Mal gucken. Also zum Glück habe ich ihn mir gekauft. Zu den Augen habe ich einmal von diesem Lidschatten Quattro habe ich, das sind 2 Farben. Also das Ding heißt, ist die Farbe 040 Never Let Me Go. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, diese Farbe, auf die habe ich mich am meisten gefreut. Es ist so ein altrosa mit goldenem Glitzer, also goldenem Schimmerpartikeln. Und ich habe mich so auf diese Farbe gefreut. Und wenn man die aufträgt, sieht man irgendwie nur goldener Glitzer und nichts Rosanes. Also ich kann
Ich trage euch das hier auf mal. Vielleicht seht ihr das. Es glitzert und schimmert und alles Mögliche, aber da ist nichts Rosanes drin. Die Farbe finde ich nicht so toll. Die Farbe finde ich super zum Highlighten. Also die Farbe ist echt schön und ziemlich dezent. Hier. Also wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob ihr das jetzt seht. Ich hoffe es einfach mal. Eine super schöne Highlighterfarbe. Dann gibt es diesen Grauton und den liebe ich. Ich habe den schon so oft jetzt getragen, seit ich diese Palette habe. Ja, das ist auch schimmernd. So ein schimmriges Grau. Ja, finde ich auch sehr schön. Ich muss aufpassen, dass ich keine falschen Worte benutze. Und dann gibt es hier noch diesen, ja, das ist ein ganz dunkles Braun. So graubraun mit goldenem Schimmer. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. So sieht es jetzt eher schwarz aus, aber wenn ihr das ein bisschen verteilt, geht es auch so ein bisschen bräunlich. Ja, also ich trage im Moment total gern die zwei Farben eben. Und also ich benutze dann, das komme ich zu meinem nächsten Produkt, das benutze ich als Base. Das ist die von Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadow in der Farbe 40 Lord of the Blinks. Den benutze ich als Base. Dann darüber so, nicht über das ganze Lid, also über das äußere, ja, zwei Drittel würde ich mal sagen, diesen Grauton und dann ganz außen in das äußere Dreieck benutze ich dann den hier. Und das sieht echt schön aus. Ich guck mal, dass ich euch den jetzt hier mal geswatcht bekomme. Das ist auch so schön. Aber es ist schwierig aufzutragen. Das ist mein erster Creme-Schatten. Ja, jetzt ist mein Akku leer gewesen. Ich habe den jetzt schnell geladen. Ich weiß nicht, wie lange er hält, deshalb versuche ich mich zu beeilen. Ich bin stehen geblieben beim Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadow in der Farbe Lord of the Blinks. Hier habe ich ihn für euch geswatcht. Also, der ist wirklich also sehr pigmentiert und sehr, sehr schimmerig. Also wirklich, da ist viel Schimmer dabei. Aber gerade das finde ich echt, also ich finde den so schön. Und ich benutze ihn, wie gesagt, als Base und ja, nehme dann immer diese zwei Lidschatten, um das dann irgendwie dann schön zu machen. Als nächstes habe ich euch ja in meinem Haul gezeigt, erstmal der Superliner Perfect Slim von L'Oreal, dieser Eyeliner. Moment, so sieht der aus. Ist ein ganz dünner Eyeliner. Gefällt mir sehr gut, nur mein Problem ist, also man kann echt tolle Linien ziehen und es geht sehr schnell. Mein Problem ist nur, dass der manchmal ein bisschen wenig Farbe abgibt, aber trotzdem finde ich ihn immer noch besser wie den ich vorher gehabt habe von P2. Also der ist magisch, ist auf jeden Fall ein Favorit. Und von L'Oréal Paris die Voluminous Mascara. Ja, also ich muss sagen, die erste Woche, vielleicht noch ein bisschen länger, fand ich die nicht so richtig gut, weil immer zu viel auf dem Bürstchen war und das dann, ja, ist dann halt alles so verklebt gewesen und das hat mir eben nicht so gefallen. Das Bürstchen sieht so aus und ich muss sagen, jetzt mittlerweile finde ich die, also es hat sich auf jeden Fall geändert. Das ist ja öfter so beim Mascaras, dass die am Anfang ein bisschen, ja, nicht so toll sind, aber jetzt finde ich die richtig toll. Die macht Entschuldigung. Die macht tolle Wimpern. Also ich bin begeistert von dieser Mascara. Ja, jetzt war erst der Akku leer, dann hat das Telefon geklingelt. Ne? Also besser geht's nicht. Jetzt habe ich mal gedacht, ich verspreche mich nicht und muss nicht schneiden und alles klappt und jetzt geht's, läuft so. Also naja. Wie gesagt, Voluminous Mascara von L'Oreal. Könnt ihr das sehen? Ja. Finde ich toll, gefällt mir sehr gut und sie ist einer der günstigeren von L'Oreal. Also ich glaube, die kostet 6 oder 7 Euro. Und die finde ich toll. Dann habe ich von Adeco die Eyeshadow Base. Ja, da ist ziemlich viel drin, glaube ich. Das sind 5 ml. Und die finde ich auch echt gut.
Was ich irgendwie komisch finde, ist, dass die irgendwie glitzert. Also, wenn man die jetzt hier aufträgt, die ist zwar durchsichtig, aber sie schimmert so ein bisschen. Also, das finde ich irgendwie komisch, aber sie, also die Farbe fand ich bei der Eyeshadow Base von Essence besser, aber der eigentliche Zweck, den bringt diese Base, nennt man das, erfüllt diese Base besser. Und zwar, der Lidschatten hält einfach echt den ganzen Tag. Also, die war nicht ganz so günstig. Ich glaube, ich habe es in meinem letzten Haul gesagt, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber die finde ich gut und ich denke mal, die hält auch noch eine ganze Zeit. Also, die ist noch komplett voll. Und ja, muss ich mir jetzt erstmal keinen neuen zulegen. Dann habe ich erstmal einen Lippenstift, den ich schon ziemlich lange habe, von Alverde aus dieser Mademoiselle LE, die Farbe Nude. So sieht der aus und ich habe den auch schon ziemlich viel benutzt. Also das ist alles, was davon noch übrig ist. Und das war nie so richtig das richtige Nude für mich. Und jetzt habe ich ihn eine Zeit lang nicht getragen und dadurch, dass ich jetzt ein bisschen gebräunt bin, ist der einfach toll. Also so sieht das aus. Das ist so ein rosa-stichiger Nude-Ton. Und gefällt mir. Also von Anfang an hat er mir toll gefallen. Toll gefallen. Sehr, sehr gefallen. Ich finde ihn klasse. Und gerade jetzt, so die Farbe, die ich im Moment habe, dazu passt der einfach super. Ja, ein Favorit mal wieder. Dann habe ich wieder ein Produkt, das ich in meinem letzten Haul gezeigt habe, und zwar ein Lippenstift von Réval de Loup. Die anderen habe ich mir jetzt noch zwei gekauft oder nur einen. Also die anderen, die ich von Réval de Loup habe, finde ich auch ganz richtig toll. Nur der ist einfach mein absoluter Liebling. Das ist die Farbe 101. Das ist so ein orange-stichiger Koralleton und so sieht er aus. Und als ich das Video gemacht habe, habe ich ja schon gesagt, dass ich die Farbe schön und vor allem interessant finde. Aber wenn man den auf den Lippen hat, dann, oh, die Farbe ist so schön. Also für mich ist das die perfekte Lippenstiftfarbe für den Alltag. So. Also ich finde den so schön. Also auf den Lippen ist die Farbe ganz anders. Anders wie auf der Hand natürlich. Und wie gesagt, ich finde den richtig toll. Das ist der absolute größte Favorit in diesem Monat. Also den finde ich so schön. Dann, den habe ich jetzt erst seit ein paar Tagen. Ich habe ihn auch erst einmal getragen. Aber, also es ist kein richtiger Favorit, aber ich finde die Farbe total interessant. Hätte mir den selbst eigentlich nie gekauft. Den hat mir eine Freundin aus ihrem Urlaub in Portugal mitgebracht. Ich kann nicht sagen, wie das ausgesprochen wird. Das heißt irgendwie Wainy, keine Ahnung. So sieht er aus. Das ist die Farbe 122. Und das ist so ein roter Lippenstift. Der ist aber ein bisschen gedeckter wie die anderen roten Lippenstifte, die ich habe. Das sieht so aus und der hat so ein goldenen Schimmer irgendwie. Ich weiß nicht, also ich habe den total verdatscht. Die Verpackung ist so schlecht und der ist so weich und immer wenn man den aufträgt, dann zermatscht der. Und also das sieht echt schlecht aus so. Aber die Farbe an sich ist echt schön. Der hier. Und ich finde den wirklich schön, aber ich mache den, je mehr ich den benutze, desto mehr mache ich ihn kaputt irgendwie, weil die Verpackung ist echt doof. Weil es halt eben noch da oben rausguckt. Wenn man dann drankommt, dann ist er kaputt. Und ist jetzt kein richtiger Favorit, weil ich ihn eben erst einmal getragen habe. Aber ich finde ihn total interessant. Und ihr werdet ihn bestimmt noch öfter an mir sehen. Dann habe ich noch einen Flop diesen Monat. Ich habe schon im letzten, weiß nicht, ob es ein Favoritenvideo war. Auf jeden Fall habe ich es in einem Video gezeigt. Die Catrice Lashes to Kill in Waterproof. Die Lashes to Kill ist ja ziemlich gehypt und so, habe ich nie gehabt. Jetzt eben erst
wasserfest und ich finde sie so schrecklich. Also an sich, wenn man sie das erste Mal benutzt, macht sie die Wimpern echt schön. Das Problem ist, wenn man sich dann abschminkt und dann geht es überhaupt, also es geht einfach, es bleibt einfach drauf. Man merkt immer noch, dass man diese Wimperntusche auf den Augen hat. Und wenn ihr euch dann am nächsten Morgen schminkt wieder und dann verklebt das so dermaßen und je öfter ihr das macht, desto schlimmer wird es. Also nach ein paar Tagen hatte ich ganz kurze, kleine, dicke, verklumpte Wimpern. Das hat so schrecklich ausgesehen. Und deshalb, also die ist noch ganz voll. Die habe ich nur eine Woche oder so benutzt, weil ich fand das so schlecht. Da kann sie wasserfest sein, wie sie will, aber wenn es einfach nicht gut aussieht, dann bringt das nichts. Also das ist einer meiner ersten Flops. Ja. Oh. Noch was. Ich habe diesen Monat ganz viel mein Highlighter benutzt von Flormar, die Farbe, also dieser Terracotta Plush On, die Farbe 43, die ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Aber ich habe sie eben gekauft, weil die anderen leer waren. Und ja, die habe ich euch schon mal gezeigt. Hier. Den benutze ich halt als Highlighter. Hier oben auf den Wangen. Und ich finde den echt schön, jetzt so im Sommer. Das, was man Sommer nennen kann, wenn es dann mal zwischendurch einen Tag warm wird. Also der gefällt mir sehr gut. Mal wieder. Und ja, das war's erstmal an Favoriten. Dann lese ich im Moment ein Buch. Und wenn ich es fertig habe, kann ich euch darüber ein Video machen, wenn es euch interessiert. Ich bin noch nicht so weit, aber es ist insofern ein Favorit, weil das ein Buch ist, das mich wirklich zum Nachdenken bringt. Ich lese es jetzt schon über eine Woche und ich bin erst auf Seite 172 und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich als irgendwie nicht so richtig traue, anzufangen, weil ich immer Angst habe, dass es jetzt das, was noch alles kommt und ich will mir für das Buch einfach Zeit nehmen, weil es wirklich ein Buch ist, zum Nachdenken. Das ist von Cody McFadden, der Menschenmacher. So sieht das aus. Um was es geht, möchte ich euch jetzt noch gar nicht verraten. Ihr könnt vielleicht mal so auf YouTube rumgucken, wenn es euch interessiert. Oder den Klappentext lesen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas vorlesen darf, ob das erlaubt ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das... Ja, ich habe schon von vielen gehört, dass Cody McFadden ein Autor ist, der ziemlich krass schreibt. Also, dass das schon ziemlich an die Nerven geht. Und ich habe es aber trotzdem oft empfohlen bekommen und wollte es einfach ausprobieren. Und der hat ja die Blutlinie geschrieben. Das ist so eine Reihe. Und ich habe gedacht, ich fange aber lieber erstmal mit dem Buch an, das er geschrieben hat, außerhalb von der Reihe, weil, wenn es mir nicht gefällt, muss ich nicht gleich eine ganze Reihe lesen, ne? Und ich denke, dass ich mir auf jeden Fall noch mehr Bücher von ihm kaufen werde, soweit wie ich jetzt bin. Also ihr seht, da die paar Seiten habe ich erst gelesen, ist nicht so viel. Aber keine Ahnung, man merkt einfach, dass das auf keinen Fall ein Jugendbuch ist. Also ich bin jetzt 16 und ich würde es auf keinen Fall jemandem empfehlen, der viel jünger ist wie ich, weil... Es geht einfach um Themen, die... Es ist jetzt nicht besonders blutig bis jetzt gewesen und voll mit Mördern und so. Also es macht mir nichts sowas eigentlich. Also wenn irgendjemand umgebracht wird und überall Blut ist und so, es macht mir nichts. Nur es geht eben um so Themen wie Kindermissbrauch, ja, Kinder, die geschlagen werden. Man merkt schon auf der ersten Seite. Also die erste Seite, da wird schon eine Frau, ja... entführt und geschlagen und ja, keine Ahnung. Also es geht eben um Themen, die nicht so einfach sind, aber ich finde einfach, das ist, wie soll ich das beschreiben, das ist einfach so eine Sache, die einen Autor wirklich gut macht, dass er sowas so rüberbringen kann. Wobei ich es komisch finde, wenn Leute solche Fantasien haben, aber naja. Wie gesagt, wenn ihr dazu ein Video haben wollt, wenn ich es fertig gelesen habe, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde das gerne machen. Also ich versuche mich da jetzt dran zu setzen und das jetzt zu lesen, damit ich mal ein bisschen weiterkomme.
Und ja, genug dazu. Dann habe ich zwar die Speicherkarte voll. Irgendwie soll es heute nicht sein. Was wollte ich sagen? Also, ihr wisst ja, ich mache noch nicht so lange Videos und ich habe noch nicht so viele Videos. Und ja, alles, was mir... Moment, bin ich überhaupt im Bild? Ja. Mir fallen sehr viele Sachen ein, die ich euch schminken kann, also Tutorials und so Zeug. Aber ich wollte einfach mal von euch wissen, welche Videos euch noch so interessieren würden. Also wenn ihr irgendwas habt, das ihr gerne von mir sehen wollt, irgendwie meine liebsten Nagellacke, meine liebsten Lippenstifte, so Sachen, irgendwelche Tags, dann sagt mir das, schreibt mir das in die Kommentare, dann werde ich das mal... Also kommt drauf an, was ihr mir sagt. Aber dann werde ich das versuchen zu machen. Ja, was gibt's noch so zu sagen? Ja, also sagt mir einfach, was ihr sehen wollt, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich halte das nächste Mal wieder ein, wenn ihr Lust habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.